Na komm, Leute. Ja, spielen wir da richtig schön Karten. Eine richtig schöne Runde Poker. Hey, liebe Leute da draußen, es ist wild heute. Heute ist ein ganz weirder Freitag. Es ist der Freitag nach RBTV Horm und das bedeutet, dass wir um 17 Uhr schon live sind und ich hier alleine sitze. Aber why not? Why not? Ab jetzt ist alles möglich hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr da seid. Bevor ihr jetzt denkt, hä, ist Steffen jetzt unter die Casino-Streamer gegangen und macht jetzt richtig die Kryptomillionen? Nein. Leider nein. Ich hau auch nicht mein gesamtes Rocket Beans-Gehalt auf den Kopf. Sondern wir spielen Balatro. Balatro ist ein kleines Indie-Roguelike-Card-Game, welches gerade bei Steam ziemlich abgeht. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich setze mich einfach mal eine Stunde hin und spiele mit euch mal eine Runde, ne? Ne? So machen wir es nämlich. Ich habe euch hier auf jeden Fall auf dem Fernseher. Ich habe meine Brille leider nicht auf, deswegen ich kann euch echt schlecht sehen. Und liebe Grüße genau an den fantastischen Krogi raus, der leider da niederliegt. Gute Besserung, lieber Krogi. Sonst hätten wir natürlich, wenn wir weiter eingestiegen in die fantastischen Abenteuer von Mortimer Madadin, dem dümmsten Inquisitor der Galaxis. Aber naja, gut, liebe Leute, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Und ich erkläre euch ein bisschen, was Balatro ist und warum das Ganze so gehypt wird. Balatro ist im Endeffekt ein, wie schon gesagt, ein kleines Kartenspiel, wo es darum geht, Pokerhände zu bilden. Ne? Also alle Leute, die Poker kennen, werden sich hier relativ schnell zurechtfinden. Ich erkläre es für alle Leute nochmal, die keine Ahnung von Pokern haben. Wir haben hier eine Hand bestehend aus 8 Karten. Das sind diese hier. Und aus diesen 8 Karten müssen wir 5 Karten auswählen, bis zu 5 Karten auswählen, um damit ein besonders gutes Blatt zu erzeugen. Was sind die Blätter? Man kann entweder einfach nur eine Karte spielen, dann zählt quasi nur der Wert der Karte. Ein Paar, 2 Paare, 3 von einer Sorte, eine Straight, also eine Straße, sowas wie 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ein Flush, das sind 5 Karten der gleichen Farbe. Ein Full House, das ist quasi ein Drilling und ein Pärchen. 4 of a Kind, also 4 der gleichen Sorte. Und ein Straight Flush ist eine Straße mit der gleichen Farbe. Und je nachdem, was für Karten wir spielen, bekommen wir zum einen Punkte. Das sind die blaue Anzeige hier. Also für eine High Card kriege ich 5 Punkte, für ein Full House kriege ich 40 Punkte. Und dann gibt es noch einen Multiplikator. Das heißt, mit dem wird am Ende dann die gesamte Punktzahl multipliziert. Also zum Beispiel für ein Full House kriege ich nicht einfach nur 40 Punkte, sondern 40 mal 4. So, das ist aber noch nicht alles. Es wird darauf dann am Ende noch der Wert der jeweiligen Karten addiert. Also zum Beispiel, wenn ich die 9 spielen würde, kriege ich noch 9 Punkte oben drauf. Und es gibt später noch so bestimmte Joker, die noch den Multiplikator weiter erhöhen und so weiter und so fort. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum das Ganze? Wir müssen immer pro Runde diesen Score, diese Punktzahl hier erreichen, um die Runde zu schaffen. Dafür habe ich jetzt hier 5 Hände Zeit und ich darf 3-mal Karten weglegen und neu ziehen. Und ich versuche es einfach mal. Ich glaube, es wird relativ klar, was hier wie das Spiel funktioniert, wenn wir ein bisschen spielen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu groß für den auf. So, wir gucken einfach mal. So, und ich habe gerade schon ein richtig beschissenes Blatt gezogen. Das fängt mich schon mal richtig gut an. Ach Gott im Himmel. Wir haben folgende Option. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf eine Straight gehen mit 2, 3, 4. Aber dann, ne, ich habe 3 Karten von 5. Schwierig, ob ich dann die 6 und die 7, die 5 und die 6 noch bekomme. Weiß ich nicht. Das gleiche gilt für 8, 9 Bube. Da müsste ich ja quasi auch dann noch die 7 und die 6 bekommen. Schwierig. Ich habe hier zumindest schon mal ein Paar. Ich habe hier 3 Pik und 3 Herz. Also alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir fangen erstmal an. Wir spielen mal das Paar aus. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen Punkte und können aber trotzdem 2 neue Karten ziehen, in der Hoffnung, dass wir 2 neue richtig geile Karten bekommen. So. Es gibt immerhin schon mal 32 Punkte. So. Jetzt habe ich hier Buben und eine Königin gezogen. Das macht jetzt die Straße hier oben deutlich interessanter, aber da fehlt mir jetzt nur noch eine 10 für. Das heißt, ich versuche mal hier so ein bisschen. Ich könnte auch 2 Paare spielen. Ich bin 8. Ich komme, ich spiele mal. Ich spiele auch noch auf Nummer sicher. 2 Paare. Zack. Let's go. Ass, 2, 3, 4, 5 ging auch. Ach, scheiße, ich bin dumm. Ich bin kein Pokerprofi. Vielen Dank, Kölner Augen an der Stelle. Ich bin absolut kein Pokerprofi. Meldet euch gerne, wenn ihr solche Dümmlichkeiten von mir seht. Nun. Wir haben nichts wirklich. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen discarden. Also, wir haben 4er-Pärchen, immerhin. Ansonsten hauptsächlich Müll. Sind sie mal so. Ah, na also, da haben wir auch schon das Full House mit 3 Assen und 2 Vieren. Das ist doch nicht so schlecht. Spielen wir mal
kriegen ein bisschen Punkte. Die ersten Level sind natürlich alle relativ simpel so und relativ easy, aber wenn dann die schweren Level dazukommen, dann wird es ein bisschen krasser. Jetzt haben wir hier die 300 Punkte erreicht und damit haben wir das erste Level geschafft, Leute. So einfach ist es. So einfach ist es doch. So. Ich finde, das Spiel geht sehr schnell von der Hand, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe es noch nicht super viel gespielt, aber man kommt schnell rein. Jetzt haben wir hier nach jeder Runde so einen kleinen Shop, mit dem wir Sachen upgraden können. Zum Beispiel gibt es hier diese Joker. Die werden hier oben platziert und die haben dann bestimmte Effekte, wie zum Beispiel dieser Fibonacci-Joker. Each played Ace, 2, 3, 5 or 8 gives plus 6 Multiplier when scored. Ist ziemlich gut, nehme ich auch direkt mit. Dann gibt es hier immer noch diese Tarot-Karten. Die kann ich einsetzen, wann ich möchte. Die kommen hier rein und bewirken halt einen einmaligen Effekt. Dann gibt es hier jetzt noch Booster. Ich könnte mir jetzt also auch neue Karten für mein Deck holen. Oder so einen Voucher, dafür fehlt mir aber das Geld. Der hat dauerhafte Effekte. Es gibt auch noch Planetenkarten, die verbessern meine Punktzahlen, die ich hier bekomme für die Pokerhände. Aber wir beginnen erstmal mit dem Fibonacci-Joker. Den finde ich eigentlich ganz geil. Jetzt haben wir ihn hier oben drin. Wie ihr seht, dürfte ich dafür maximal 5 Joker dabei haben und 2 Tarotkarten oder Playkarten. Und wir kommen zum Big Blind in dieser Session oder in dieser Runde. Jede Spielrunde besteht quasi immer aus einem Small Blind, einem Big Blind und einem Bossgegner. Und jetzt müssen wir 450 Punkte erreichen. Das kriegen wir aber, glaube ich, hin. Das ist doch kein Problem. So, was haben wir denn hier? Wir haben 2 Paare. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Die Fünfen sind auch noch mal mehr wert, weil ich da über den Fibonacci-Joker noch mal Multiplayer bekomme. Also warum nicht? 2 Königin, 2 Fünfen. Oder habe ich, Moment mal, ich habe hier doch, ist doch viel besser. Ich habe hier noch einen Flush, habe ich doch. 1, 2, 3, 4, 5. So. 5 Karten einer Farbe ist mehr wert als 2 Paare. Und für die 8 und für die 5 kriege ich einen Multiplayer. 2000 Punkte, Level geschafft. So einfach geht's, Leute. So muss es sein. So schnell geht's. CRT-Linien sind aus und das ist gut. Die sind ein bisschen an. Man sieht sie, glaube ich, nur auf dem Stream nicht ganz so gut. Es gibt ein bisschen CRT-Linien im Hintergrund zumindest. Das Design erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war früher mal immer in Bowling-Bahnen. Natürlich ist man das irgendwie zu Kindergeburtstagen oder so. Und da gab es natürlich bei uns zumindest immer auch so eine Arcade mit angeschlossen. Da gab es aber auch diese Automaten, die halt so Kartenspiele simuliert haben, die immer super räudig aussahen, wo einfach die meisten Leute dran sitzen. Und so ein Look hat das Spiel, finde ich. So. Wir kaufen uns jetzt mal ein Celestial Pack für 4 Dollar. Und damit können wir uns jetzt einen Planeten aussuchen. Und wie gesagt, diese Planeten verbessern unsere Punkte, die wir bekommen. Und wir nehmen mal den Venus. Level up 3 of a kind. Den nehmen wir mal. Das heißt, wenn wir jetzt 3 Karten einer Farbe bzw. einer Art spielen, kriegen wir ein bisschen mehr Punkte. Und ich habe noch 6 übrig. Ich nehme mir noch choose 1 up to 2 Joker Cards. Play it face cards. Give multiplayer score. Das ist auch nicht schlecht. Zack. So, nächste Runde. Das bedeutet Karten, die keine Nummer haben, sondern ein, heißt auf Deutsch, Bildkarten, geben mehr Punkte. Servus, liebe Leute. Nee, Inquisitor ist leider raus, weil der gute Krogi nicht da ist. Deswegen können wir leider das nicht weiterspielen. Deswegen wird es jetzt hier so. Muss auch sein, ne? So, wir sind jetzt in einem Bosskampf und Bosskämpfe haben immer so spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel All Club Cards are debuffed, also alle Kreuzkarten sind dieses Mal raus, was natürlich kacke ist, weil das sind genau meine Karten, die jetzt 2 Paare hier bilden würden. Dann werfen wir mal das hier alles raus und gucken wir mal, was wir dafür bekommen. 2 Asse haben wir und 2 Fünfen. Ja, warum nicht? Die beiden Fünfen kriegen ja zumindest durch die Fibonacci und die Asse auch nochmal einen Bonus. Das bedeutet, da kriege ich ordentlich Punkte für. Why not? DE-Hund schreibt, hab 10 Stunden gezockt, bin auf Anti-7 gekommen. Das Spiel ist tatsächlich nicht so einfach, muss man sagen. Ihr seht hier unten immer, wenn man einen Boss besiegt, geht das Anti hoch. Ich weiß nicht genau, was die deutsche Übersetzung für Anti ist. Aber es ist quasi so Level, würde ich sagen. Oder Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, bis 8 bin ich auch noch nie gekommen. Ich bin bis 6 gekommen oder so maximal. Es ist wirklich, in späteren Leveln wird es nicht so leicht. So. Wir haben hier einen Voucher. Foil, Holographic and Polychrome Cards appear double more often. Das ist nicht schlecht. Da tauchen quasi bessere Karten öfters auf, die ich mir dann kaufen kann. Und so früh im Spiel das zu haben, ist nicht so dumm. Zack. Nächste Runde fangen wir mit dem Small Blind an.
Anti ist eigentlich, was jeder Spieler vor den Karten in den Pot sein muss. Weißt du, ist das nicht der Blind, Edderhard? Ist das nicht der Blind? So, wir haben ja drei Karten Three of Kind. Ich könnte jetzt noch spekulieren darauf, vielleicht noch eine zweite Königin zu bekommen, um ein Full House zu bekommen. Oder halt eine von anderen Karten. Ich mach's mal so. Wir pokern mal ein bisschen. Nö, hat nicht funktioniert. Gut, wir spielen erstmal die drei Buben. Three of a Kind haben wir ja auch schon Level 2, deswegen kriegen wir ja ein bisschen mehr Punkte für. Und das reicht sogar schon für die 800 Punkte, oder? 360, so. Anti zahlt jeder Blind nur 2. Achso, zum Mitspielen bezahlen. Ah, okay, alles klar. Danke für diesen Hinweis, liebe Leute. Wie gesagt, ich bin kein riesiger Poker-Profi. So, wir haben eine neue Joker. Earn $5 if poker card and it's a four of a kind. Ist schwierig. Upsala. Adds one stone card to deck when a blind is selected. Choose one of up to one. Das sind Planet Cards, Tarot Cards. Ich nehme mal wieder eine Planetenkarte, die sind eigentlich ganz gut immer. Und zwar leveln wir mal ab. Three of a Kind haben wir schon abgelevelt. Ein Full House. Ja, ein Flush. Flush. Flush kriegt ein Level ab. Das heißt, Flushes, meine Güte, sind jetzt ein bisschen mehr wert. Und wir gehen gleich in die nächste Runde. Big Blind. So, 2, 3, 5, 6. Da fehlt mir eigentlich nur eine 4. Ich habe aber auch zwei Paare. Und die 2 und die 5 sind außerdem durch Fibonacci mehr wert. Also nehmen wir das mal. Bevor ich jetzt hier Sachen wegwerfe. Ja, Krogi hat zu viel Scherzen abbekommen. So ist es. Leute, die das in Quizzer-Display gucken, wissen Bescheid. Schaut rein, liebe Leute. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast gewonnen, deswegen reichen jetzt hier diese beiden Paare. Dann haben wir es doch hier. Easy. Anti 2 ist noch einfach. Bitte den Anti aussprechen wie die Ente. Das ist lateinisch. Ente. Ante. So, natürlich, ich bin auch dumm. So wie Papa Ante Porters. Vielen Dank, Edderhard. Liebe geht raus. So, was haben wir hier für einen neuen Joker? All Flush and Straights can be made with 4 cards. Das ist ganz gut. Ich würde aber auch eigentlich ganz gerne eine neue Karte mal haben. Aber wir nehmen einfach mal beides. Zack, jetzt dürfen wir uns hier eine neue Karte aussuchen. Und da erwarten euch natürlich nicht nur die normalen Pokerkarten, sondern auch sowas hier beispielsweise. Eine holographische Karte, wenn die in meinem Blatt ist, dann kriege ich plus 10 Multiplikator. Die nehme ich mal mit. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Wir spielen gegen The Hook. Discards 2 random cards per hand played. Das ist gemein. Discards 2 random cards per hand played. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben 5 Paare? Was soll ich denn damit? Na gut, fangen wir an mit den beiden Königinnen und den beiden Fünfen. Warum nicht die Achten? Weil ich hier durch Fibonacci... Aber die funktioniert auch. 8 gehört auch zu Fibonacci. Planned. Und jetzt werden 2 Karten abgeworfen, random. Okay, passiert. So, hier kriege ich den Multiplikator durch die Face-Karte und jetzt durch die Fibonacci. 1456, bam! Wird doch! So, 7, 8, 9 Dame haben wir hier. Wir haben ansonsten nicht viel im Angebot. Außer das Pair habe ich gesehen, aber ich will ein bisschen. Aber ich kann auch was Pair spielen. Komm, wir spielen mal das Pair. Nicht mega krass, aber vielleicht reicht's. Ja, nicht ganz. Aber ich habe ja noch ein paar Leben, nur ein paar Möglichkeiten quasi offen. So, jetzt kann ich doch. Nee, kann ich nicht. Ich will mir einen König. Ich werfe hier mal ein bisschen was weg. Das sieht aus nach einem Flush. 1, 2, 3, 4. Ich brauche ja keine 5. Karte, weil ich den Four-Finger-Joker habe. Ich kann aber noch viel besser das hier spielen, weil das eine Straight ist. Eine relativ hohe Straight. Die ist, glaube ich, viel wert. Nee, ist nicht viel wertiger als Flush. Flush bringt mehr. Dann spiele ich also den Flush. Aber
Und die Straight hat mehr Bildkarten und damit würde ich mehr Smiley-Face bekommen. Ja, ich weiß es nicht genau. Sollte reichen, der Flush. Ich brauche jetzt nur noch 100 Punkte, um den zu besiegen. Also nein, das ist easy. Alles easy, Leute. Wie geht's euch denn so übrigens? Hiernach gibt's übrigens gleich eine Runde Unicorn Overlord. Mit Valentin und Anton. Es wurde gefragt, wann ist man Game Over? Game Over ist man, wenn man alle Hands aufgebaut hat. Also man hat quasi eine bestimmte Anzahl an Hands, die man benutzen darf, um einen Punktestand zu bekommen. In der Regel, ne, sind es 5. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich raus. Dann ist das Spiel vorbei. So. Wir haben 7 Dollar. Joker haben wir jetzt 3 von 5. Earn one at the end of the game in the boss plan. Multipair Reroll in the shop. Auch nicht so richtig geil. Choose one up to three playing cards. Ja, komm, wir holen uns mal eine neue, einfach eine normale Karte. Können wir immer gebrauchen. Unser Deck mal ein bisschen interessanter machen. Was haben wir hier? Eine Six of Diamonds. Plus 3 Dollar if this card is held in hand at the end of the round. Creates a planet card if this card is held in the end of the round. Das heißt, ich möchte eigentlich diese Karte niemals ausspielen, weil ich dann einen Boni davon bekomme. Finde ich interessant. Nehme ich mit. Und wir spielen weiter. Das gefällt mir in dem Spiel tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist so schön, es spielt sich so schnell weg. Es ist so schnell, ach, ich will hier mal was aus. Hier, nächste, weiter. Es geht relativ schnell von der Hand. So, wir haben ein Pärchen. Und ich hätte eigentlich ganz gerne noch mal ein weiteres Pärchen oder so. Und deswegen werfe ich hier mal ein bisschen Kleinkram ab. Oder zumindest eine Straight, so wie ich sie jetzt habe. Das ist nämlich eine zack, zack, zack. Oh, ich habe auch Three of a Kind. Was ist Straight oder Three of a Kind? Was ist besser? Straight ist besser. Aber Three of a Kind habe ich schon mal hochgelevelt. Dann spiele ich Three of a Kind. Also es ist quasi nicht einfach nur Poker, was man spielt, sondern man muss so ein bisschen mitdenken, auch ein bisschen gucken, was hat man jetzt aufgelevelt, wie viele Punkte kriege ich jetzt über was, ob es nicht vielleicht, manchmal macht es mehr Sinn, ein Blatt zu spielen, was eigentlich niedriger in der Wertung ist, um dann zum Beispiel hier höhere Multiplikatoren über die Joker oder so zu bekommen. Und das war jetzt gerade meine Idee, weswegen ich das so gespielt habe, wie ich es gerade gespielt habe. Ich könnte noch einen König eigentlich haben, dann habe ich hier eine ganz gute Straight. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit natürlich in englischen Begriffen rede, aber es ist so. Wenn ich ein Spiel auf Englisch spiele, rede ich auch die ganze Zeit auf Englisch. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Gut, nee, das haben wir nicht bekommen, aber dafür haben wir 2 Paare. Nehmen wir mit. Nehmen wir doch mit. Meine Güte. Entschuldigung, bitte. Bam, haben wir es doch. So, einfach. Und nach Unicorn Overlord, liebe Leute, spielen wir nachher eine Runde Challenge Me. Ich werde Chiara und Vitus durch schlimme Gaming-Challenges prügeln. Es wird super. Ich habe mir das ganz besonders ausgedacht. Also hört gerne nachher rein oder schaut gerne rein. 20 Uhr geht's los. Ist ja auch nur noch ein König im Deck. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, mitzählen und sowas kann ich auch nicht. Ich bin echt schlechter Kartenspieler. Naja. Der Voucher habe ich kein Geld für. Man up to 3 Stacked Card to Spades. Das bringt mir nicht viel. Kauf uns mal einen neuen Planeten, damit wir wieder was upgraden können. Full House, 2 Pair. Flush grade ich mal weiter ab. Danke, Naumann. Es geht bei dem Spiel einfach nur darum, um Punkte zu machen, sozusagen. Also es geht darum, einfach Karten auszuspielen, damit Punkte zu machen und Gegner zu besiegen, bis man in Ante 8 angekommen ist. So, ich suche mir mal diese Karte aus. Das ist eine Multicard. Die ist sowohl. Die kenne ich sowieso. Nee, warum ist das? Achso, die bringt mir einfach einen 4er Multiplikator. Okay, alles klar. Ich dachte, die hätte irgendwie eine 2 Farben oder so. Nee. Upp. Ich kann mich auch jedes Mal übrigens entscheiden, einen Blind zu überspringen. Und dann kriege ich leichte Belohnungen dafür. Aber das mache ich immer. Ich weiß nicht genau, warum ich das machen sollte, ehrlich gesagt. So, 2 Paare, 5 und 3. Das mögen wir gerne, weil Fibonacci 5 und 3 geil findet. Und 2 Paare sind nicht so gut, aber ist auch nicht so schlecht. Ja, sicher gibt es hier schon Action. See ya. So. Das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir eine Straight. Ich darf ja
Straights aus 4 Karten bauen. Das machen wir auch in diesem Fall. König, Dame, Bube, 10. Danke, Caesar. Es ist Poker. Es ist im Endeffekt Poker. So, und jetzt haben wir hier diese 6. Das ist die Karte, die wir unbedingt behalten wollen und nicht ausspielen wollen. Aber die brauchen wir absolut nicht für diesen Full House. 3 Achten, 2 Vieren. Nehmen wir mit. Alles über 400 Fibonacci multipliziert. Das ist das Schöne. Wenn sowas funktioniert, wenn alles wieder so sich in Multiplikationen auflöst und explodiert am Ende, ist es eigentlich das Beste. Deswegen spiele ich solche Kartenspiele sehr, sehr gerne. Man sieht sich, Merkus. Manchmal macht es auch Sinn beim Spielen einer Handkarte, die man nicht mehr möchte, anstatt 4 Karten zu spielen. Stimmt, ich kann auch immer eine 5. Karte spielen. Stimmt, das vergesse ich immer. Dass es ja auch geht. So, ich habe jetzt eine Karte bekommen, mit der kann ich ein Pair upgraden. Das mache ich einfach mal direkt. Zack. Und ich habe 10 Dollar. Damit kann ich einen Voucher kaufen. So, und jetzt kommen wir gleich wieder zu einem Boss. Und zwar must play 5 cards. Also ich muss immer 5 Karten spielen. Was potenziell nicht so schlimm ist. Ich schmeiß hier mal ein bisschen was weg zuerst mal, um hier ein bisschen bessere Hand zu haben. Full House aus Königen und Buben. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch, Leute. Bringt es etwas, die Discards verfallen zu lassen? Ja, wenn ich die Discards nicht nutze, bekomme ich dafür am Ende mehr Geld. Das heißt, Discarden ist zwar cool, also Karten austauschen, aber manchmal muss man auch so ein bisschen gucken, ob es wirklich Sinn macht und wirklich notwendig ist. So, jetzt muss ich leider hier diese Goldkarte spielen, weil ich hier eine Straight habe. Und die kann ich nicht ohne diese Karte spielen. Deswegen spielen sie. Das weiß ich nicht, ob es auch für mobile Geräte gibt. Ich weiß nur, was es jetzt gerade bei Steam ist. Und bei Steam geht es gerade ziemlich ab. Viele Leute spielen das, viele Leute finden es cool. Ich verstehe, warum. 7, 8, 9, 10. Und ich muss ja eine weitere Karte abspielen, weil ich ja 5 Karten ausspielen muss. Deswegen spiele ich die 3 auch mit. Auch wenn die für uns irrelevant sein wird. So, wir sind bei 4.100 Punkten. Ich brauche noch 1.500 und ich habe noch 2 Hände, die ich spielen kann. Zum Glück habe ich hier einen schönen Straight, hochwertigen Straight, der auch gut mit meinen Jokern funktioniert. Ich glaube, dann sollte ich die Punktzahl erreicht haben. Ach, auf der Switch gibt es das auch. Stimmt, auf der Switch gibt es das, liebe Leute. Nur auf dem Handy glaube ich nicht. Die Musik auch sehr entspannend, muss ich sagen. Das ist gerade meine Mittagspause, die ich übrigens quasi miterlebt. So. Wir haben 6 Dollar. Credit Card. Go up to minus 20 Dollars in debt. Ne, brauche ich nicht. Every played card permanently gained plus 4 chips when scored. Finde ich interessant, nehme ich mal mit. Für 1 Dollar kriegen wir nichts mehr. Auf in die nächste Runde. Fünf, sechs, sieben, acht. Und die 3 nehmen wir auch mal mit und kommt weg. Die beiden Buben, die wir noch auf der Hand haben, die behalten wir erst noch mal, weil es kann sein, dass die relevant noch werden für uns. Aber eine schöne kleine Straight nehmen wir doch mit. Vor allem eine mit schönen Karten, die viel Multiplikator bilden. Güte. Und da haben wir doch das Full House. Jetzt ziehe ich hier doch richtig schöne Karten, Leute. So macht das Spiel doch Spaß. Manchmal hat man so Durststrecken, manchmal zieht man einfach richtig gute Karten. Braucht man nicht 5 Karten für eine Straight, wird gefragt. Das ist korrekt. Ich habe aber den Joker 4 for Fingers, weswegen ich nur bei Flushes und Straights nur 4 Karten brauche. Und so helfen die Karten, die Joker quasi einem dabei, so ein bisschen das Spiel an sich selbst anzupassen, sag ich mal. Die 6 will ich aber halten, weil die mir einen Bonus am Ende der Runde gibt. Das heißt, ich werfe mal. Ach, wobei, ich habe hier eigentlich eine schöne
Das ist ein Flush. Ich hab hier einen Vierer-Flush. Nehmen wir mit. Ja, ihr habt auch gesehen. Sehr gut, Leute. Da, haben wir schon gewonnen, das gibt's doch nicht. Und wir kriegen gleich ein Upgrade für Four of a Kind, das ist doch auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Flush mit einem Pair? Ja, Flush geht auch, wenn du ein Pair drin hast, glaube ich. Aber es kostet, dann wird quasi nur der Flush gescored, glaube ich. Wir haben nur noch Platz für einen Joker, da will ich mir lieber ein bisschen vorsichtig sein und nicht den sofort ausgeben. Was haben wir hier noch? Choose an Absolute Playing Cards. Kommen wir sonst mal eine neue Handkarte aus? Hey. Sasquatch Shizzle. Plus 10 Chips, plus 1,5-facher Multiplikator, aber this card stays in hand. Nehmen wir. Tarotkarten. Ja, wir gucken mal, ob wir eine schöne Tarotkarte finden. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Converts up to 3 selected cards to spades. Destroys up to 2 selected cards. Doubles Money. Das ist alles nicht so geil. Immer Double Money, das bringt mir jetzt zwar nicht so super viel, aber ist egal. Nächste Runde. Big Blind. Abfahrt. Wir sind bei Ante 4 mittlerweile, also bei der Hälfte sozusagen angekommen. 3, 4, 5, 6 haben wir hier. Für den ersten Hand ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und wir kriegen da noch ein bisschen was über Fibonacci an Multiplikatoren. So, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr bieten. 2 Paare, Buben und Zähnen. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht einen Flush draus bekomme. Full House habe ich nicht bekommen. Aber dafür habe ich Königin und 10. Ich mache mal so. Jetzt müsste es eigentlich so sein, wenn mich alles täuscht, das nehme ich mit. Ich habe 2 Paare gespielt und über diese Königin, weil die in meiner Hand bleibt, kriege ich, glaube ich, plus 1,5-fachen Multiplikator. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Straße? Habe ich die Straße übersehen? Zwei, drei, vier, fünf. Der rechte Joker macht, jedes Mal, wenn ich eine Karte spiele, wird diese permanent um 4 Punkte verbessert, sozusagen. Das ist alles sehr wenig. Ich habe nur noch 3 Hände, leider. Aber ja, hilft nichts. Ich kriege zumindest noch ein bisschen was über Fibonacci drauf. ...9.000 muss ich erreichen, ich bin bei fast 4.000. Ich habe noch 2 Hände übrig. Ich habe noch 2 Discards. Ich versuche mal wieder ein Full House zu bekommen. Könnte auch auf Bube und 10 gehen, aber es ist nicht so einfach. Blöd. Habe ich irgendwas weggeworfen? Nee, ich habe 2 Namen. Ja, spielen wir 2-Pair. Was sollen wir machen? Ich habe discarded. Ich bin dumm. Nein. Das war ein Fehler. Das war ein richtig dummer Fehler von mir. Das war dumm. Ich wollte nicht discarden. Ich hab nicht aufgepasst, Leute. Ja, es tut mir leid. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, das war's. Das Level schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. 2 Paare. Ah, bitter. Dumm von mir. Dumm. Ja, Missplay. Was soll ich sagen?
was soll ich sagen? Jeder guter Pokerspieler verliert meine Hand, deswegen an dieser Stelle ist in diesem Run quasi Schluss. Das ist quasi dann so der Roguelike-Modus. Wir können gleich einen neuen Run anfangen, liebe Leute. Wir haben ein bisschen Zeit. Und am Anfang kriegen wir auch immer können wir uns ein anderes Deck aussuchen, eine andere Farbe. Die haben unterschiedliche Starteffekte. Zum Beispiel das grüne Deck, was ich gerade neu freigeschaltet habe. At the end of each round, $2 per remaining hand, $1 per remaining discard. Earn no interest. Weiß nicht, was Interest bedeutet. Wir spielen es aber mal. Das grüne Deck aus. Ja, war dumm. Mein Fehler. Falsche Taste gedrückt. So, jetzt habe ich natürlich keinen Joker mehr oder sowas, noch nichts upgraded, aber hier zwei Paare direkt zum Anfang. Machen wir. Ne, durch das grüne Deck, liebe Leute, wollen wir jetzt ein bisschen umdenken. Wir versuchen jetzt eigentlich möglichst wenig zu discarden und eigentlich auch möglichst viele Hände noch übrig zu halten. Full House, zack. Weil wir dann hinterher mehr Money bekommen. Ich glaube, es sollte schon reichen für die 300. Ja, easy. Ich bin gut im Überlesen. Warum? $10 bekommen. So. Interest ist das Geld, was du pro 5 vorhandenen Dollar bekommst. Ach so. Ja, okay. Aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich habe jetzt ja, also nur 14 reinkommen, ist nicht schlecht. Reroll kostet 2 less, ne? Wir holen uns erstmal Celestial Packs, dann können wir nämlich erstmal unsere Sachen upgraden. Level Up Straight Flush, 2 Pairs, 3 of a Kind, ich hole 2 Pairs. 2 Pairs spielen ja hier am meisten. Interest ist mega wichtig, solltest du nutzen. Durch das grüne Deck kann ich das nicht nutzen. Sorry, Leute. Aber so ist es halt. Wollt ihr damit sagen, ich soll mein ganzes Geld nicht direkt auf den Kopf hauen? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Straight, ja komm. Es ist ja auch eine ganz entspannte Spielrunde, die wir jetzt gerade spielen, Leute. Ich habe noch Challenge Me im Kopf. Ganz spannendes Spiel hier. Jetzt kann ich immer das ausgeben. Vielleicht ist das grüne Deck aber mein Deck, liebe Leute. Danke für den Hinweis auch im Chat. Voltaire reimt sich auf Voltaire? Ich weiß nicht. Drei, vier, fünf. Da könnte ich also noch mit einer 6 auf eine Straight bekommen. Oder wenn ich noch eine schöne 2 Kreuz bin. 3, 5, 6. Ah, ich habe ein paar, habe ich auch hier. Wir spielen jetzt mal ein paar. Komm. Fangen wir erstmal klein an. So. Da haben wir auch schon zwei Paare. Das haben wir auch schon abgegradet. So, Full House, 705, warum nicht, nehmen wir. Interest maximieren am Anfang und dann von den Zinsen leben, geht aber nicht mit jedem Deck. Zum Beispiel mit dem grünen Deck geht's nicht. So, Big Blind erledigt, der blaue Button hätte rot sein müssen. Der blaue Button hätte rot sein müssen, okay. Bam. Ja komm, ich kaufe einen Voucher, damit kann ich den Markt quasi refreshen für weniger Geld. Und $3 habe ich noch. Ich könnte mir also noch den normalen 4er Multiplikator-Joker kaufen. Nehme ich einfach. Multiplikatoren sind immer wichtig. Warum nicht einen einfachen 4er-Joker erstmal reinnehmen? Der multipliziert quasi alles dann mal 4. So, wir sind in einem Boss-Battle gegen jemanden, der Diamonds debufft. 8. Das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes, was ich hier habe. Acht, neun, zehn Bube. Da fehlt mir die Dame leider. Aber mir fehlt auch nur noch ein Peak für einen Flush. Dann suchen wir mal nach einem Flush. Ich kann aber auch erstmal die. Komm, ich spiele erstmal die beiden Buben. War vielleicht eine dumme Idee, aber wer weiß. Ach, auch sortieren klingen, ja, gut. So, die Queen kann sowieso weg.
Ach so, hier kann ich auch noch zusortieren lassen. Ah, okay. Danke für den Hinweis, liebe Leute. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Mir fehlt gerade ein Bube, fehlt mir gerade. Suchen wir mal nach einem Buben. Jetzt habe ich natürlich schon einen Bubenbar ausgespielt, ich Dummbatz. Oh Gott, was spiele ich denn hier zusammen, ey? Das kann ich eh nicht ausspielen, weil es das Ding ist. Debufft. Ja, muss ich halt die paar Neunen spielen. Meine Güte. Okay, ich wenigstens ein paar Punkte. Und dann spielen wir jetzt halt die beiden Königinnen und die Zehn. Das kann weg. Damit komme ich zumindest über die, über den Bossblind drüber. Ja, so. Wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich in Ante 1 rausfliege. Spiel kann man so schöne Sachen machen. Ja, es gibt sehr schöne Kombinationen. Ich bin leider noch nicht so richtig drin, muss ich sagen. Viele Asse craften und dann, genau, man kann auch Items quasi verändern, beziehungsweise Karten verändern, das finde ich auch nicht so schlecht. I've played hand containing a pair plus 15 Multiplikator, one which is kind of destroy that them around. Okay. Mm-hmm. 8, 9, 10 Bube, da fehlt eine Dame mir gerade. Oder ein Kreuz. Komm, wisst ihr was? Wir spielen erstmal das Königspaar. Weil dann kann ich gleich auch mit einer 7 auch arbeiten. Eine 7 oder eine Königin bräuchte ich jetzt. Da ist die Königin. Das heißt, wir haben eine schöne Straight. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Was ist Challenge Me, wird gefragt. Challenge Me ist eine Sendung, die wir bisher einmal gemacht haben. Ich werde da zwei Leuten aus unserer Firma, beziehungsweise Gästen, heute sind das Chiara und Vitus, schlimme Gaming-Challenges als Aufgabe stellen. Und diese müssen sie dann bewältigen. Das sind meistens nicht einfach so Geschichten wie bei uns spielbar oder so, sondern ich habe mir diesmal Challenges ausgedacht, die so ein bisschen, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss, was nicht gleich, nicht nur klassische Gamerspiel benötigt, sondern auch so ein bisschen ja, Spielgefühl und so. Es wird wild auf jeden Fall. Ich will euch die noch nicht spoilern, die Challenges. Dann müsst ihr nachher einschalten, wenn ihr Bock habt. Aber schaut gerne mal rein. Es wird wild, kann ich euch sagen. For each discarded 9 ranked this Joker gains plus 3 chips per discarded spade card. Suit changes every round. Weiß ich nicht. Tarotkarten. Ich hole mir einfach eine neue Karte erstmal. Das finde ich immer am besten. Das eigene Deck ein bisschen aufzubrezeln. Hilft meistens. Mit diesem abgespaceden King of Hearts zum Beispiel. Die will am liebsten auch in der Hand bleiben. Wir rerollen einmal, gucken, ob wir vielleicht noch was anderes haben. Played cards with even rank. Ja, das. Ich habe bisher nur einen BG3-Run durch, lieber Jörg. Es war ein harter Run und deswegen musste ich danach erstmal pausieren. Ich habe aber. Jetzt spiele ich gerade wieder Elden Ring. Danach habe ich wieder Bock, Baldur's Gate nochmal anzufangen. 4, 5, 6, 7, 8. Und schon haben wir den Big Blind erledigt. Mit nur einem einzigen Dingens. Eine Hand. Und das bedeutet, wir kriegen massig Moneten. 13, sehr gut. Voucher plus 1 Hand Size, das ist immer gut. Jetzt ziehen wir eine Karte mehr. Und wir ziehen nochmal eine normale Karte. Was soll jetzt, liebe Leute? Da nehmen wir natürlich hier die 10, die gibt nämlich einen schönen Multiplikator.
Zack. Genau, ich spiele gerade Elden Ring, um mich natürlich für das DLC vorzubereiten, was im Juni kommt. In 3 Monaten, 12 Tagen und 6 Stunden. Ich finde es gut, dass wir schon Nightbot dafür haben. So. Ach du Scheiße. Cards played previously this anti are debuffed. Ach du Scheiße. Können also alle raus. Ach du heilige Mutter Maria. So. 2 Paare nehmen wir mal. Ach, ich hätte die 8 aber nicht mitspielen können, na egal. Bringt Pokerwissen irgendwas, was ist eher so ein Setting? Ich glaube, es bringt schon was, weil man dann besser durchsteigt, was habe ich jetzt noch an Karten im Pool, welche Karten sind schon ausgespielt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also es ist eher ein Spiel, wo man Deckbuilding betreibt. Und man muss, das Deckbuilding ist wichtiger als die Pokerkomponente, finde ich persönlich. Aber so ein bisschen, wenn man gut in Poker ist, dann hat man halt so ein bisschen ein besseres Gefühl für, wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt aus den Karten noch einen Flush bekomme oder was auch immer. Ist es bei One Every Round? Gain 3 of a Cell Value. Does nothing? Wer weiß. Glauben wir mal. Blank redeemed. Okay. Es gibt auch so Unlocks, die man manchmal hat, wo man sich halt so besondere Sachen irgendwie freischalten kann. Deswegen habe ich das Ding einfach mal gekauft, obwohl ich nicht weiß, was es tut. Und jetzt werten wir mal die Straight auf. Straße. Die Hände sollte man können, also muss man nicht unbedingt kennen, weil man hat hier diese Info. Ich weiß auch nicht genau, ob jetzt ein Straight besser ist als ein Flush oder was auch immer. Aber man sollte zumindest mit Begriffen was anfangen können, das stimmt schon, ja. Aber das tut man in der Regel ja auch, wenn man andere Kartenspiele spielt, keine Ahnung, wie Kanaster oder Doppelkopf oder so. Schönes Full House, die Könige lasse ich da unten, weil der eine König mir halt noch einen Bonus bringt, wenn ich ihn in der Hand behalte. Deswegen habe ich den jetzt nicht mitgespielt. Zwei Paare, jetzt spiele ich den König mal. Oh, ich habe schon wieder das Kart gedrückt. Warum mache ich das? Ah, ich bin dumm. Leute, ihr müsst mich aufhalten, wenn ich sowas tue. Werft euch dazwischen. Naja, ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich habe es trotzdem gleich geschafft. So. 2 Könige haben wir. Wir haben aber auch ein 7, 8, 10. Wir haben noch ein bisschen Discard. Ja, 2 Paare. Ich sortiere mal. Könige und Königinnen helfen doch mal. Das sollte reichen, um 400 Punkte zu bekommen. Ja, easy. Genau, werft euch am besten durch den Bildschirm. Ansonsten kriege ich das nicht mit, Leute. Ich bin blind heute. Pow! So, einen halben Joker. Plus ein Discard nehme ich mit. Und das war's. Zack. Schönes Straight. Ja, ich kriege auf jeden Discard Geld. Ich weiß. Ich benutze die Discards wirklich nur, wenn ich denke, dass ich sie brauche. 2, 3, 4, 5, 6. Noch eine schöne Straight hinterher. So macht das doch Spaß, Leute. So macht das doch Spaß. Ich dachte erst, die Musik geht mir nach einer Weile auf den Sack, tut sie nicht. Das ist fantastisch. $12. So. High Card brauchen wir nicht upgraden. Played Cards with Diamonds Root. Give you plus for Multiplier. Nehmbar. Wir suchen uns noch ein paar Heben aus zum Upgraden.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Full House Upgrade? Abfahrt. 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe aber auch nichts sonst. 6, 7, 8, 9, 10. Schöner Straight mit zwei Karo-Karten, die mir einen extra Bonus bringen. Nehme ich doch. Nehme ich doch, Leute. So. Zwei Paare Königinnen und Zähnen spielen wir. Drei Sechsen haben wir hier schon mal. Die würde ich ganz gerne behalten. Vielleicht kriege ich ja noch ein Full House hin, da ist es auch schon. Zwei Könige und drei Sechsen. Ja, Kuckuckballert. Kuckuckballert. So, jetzt haben wir nur noch eine Hand und müssen die 600 Punkte knacken, die wir auch noch brauchen. Und dafür haben wir hier gerade nicht viel, aber potenziell eine schöne Straight hier hinten. Wir suchen mal die Straight. Wir haben sie nicht bekommen. Uns fehlt noch die 10. Zehn, Bube, Dame, König, Ass. Ja, ist den 9 auch mit weg. Hab schon Gebet 10. Gut, dann nehme ich halt ein Full House aus Assen und Buben. Warum nicht? Sollte auch reichen für die 600 Punkte, damit wir den Boss hier erledigt haben. Ach, der hat übrigens Base Chips und Multiplikatoren halbiert. Deswegen war es gerade so schwierig. Okay. Aber wir haben es geschafft. In 10 Minuten könnt ihr weiter, übrigens dranbleiben, dann geht's weiter mit Unicorn Overlord, mit Anton und Valentin, während ich dann weiter mich in die Challenge-Spielvorbereitung stürze. All Cards and Packs an Shops auf 25% auf. Ich will mal Skip Blind ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob das so geil ist, aber wir werden sehen. 8, 9, 10, Bube, Dame ist mehr wert als zwei Paare. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich spiele heute gar nicht mit bei Challenge Me, sondern ich bin nur Kommentator, weil ich kenne die Challenges natürlich schon. Ich habe sie auch ein bisschen geübt, deswegen wäre es unfair den anderen beiden gegenüber, weil die anderen beiden kennen die Challenges noch gar nicht. Und das ist das Schöne an Challenge Me, dass sie komplett unwissend reingeworfen werden. Ich glaube aber, Chiara wird das hinkriegen und wird gut abschneiden. Wie bei allen kompetitiven Formaten, in denen sie drin ist. Aber Vitus ist auch nicht zu unterschätzen. So. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Jetzt könnte ich wieder nach der 10 fischen, aber ich habe auch ein Full House aus Königen und Zweien. Warum nach dem Großen suchen, wenn man das Schöne so auf der Hand hat? Ne? ...1100 brauchen wir noch. Das kriegen wir doch zusammen. Nicht mit 2 Fünfen und 2 Vieren zwar, aber... Hier was? Ich habe 4K Kreuz gerade, die ich vielleicht benutzen könnte. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Kreuz bekommen. Ja, 1, 2, 3. Schön Flash. Nehmen wir mit. Und das sollte auch reichen für die 1100 Punkte. Oder? Gereicht.
Kann ich jetzt die Sendung-Challenge stellen? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Create a tarot card if a poker card hand contains an ace and a straight. Kaufen wir uns mal eine schöne Karte, Leute. Die 2. Earn when this card played and scored. Ja, warum nicht? Zack. So, den Boss kriegen wir noch, Leute. Ante 4 sind wir. Wir müssen 5 Karten spielen, das ist die Bossregel. Und 12.000 Punkte will er haben. Dame, Bube 10, 9. Da fehlt mir eine 8 gerade. Die kriegen wir aber bestimmt noch. Eine 8 oder ein König. Da haben wir den König. Zack. Play Hand. Schöne Straight. Gute erste Hand, kann man nicht anders sagen. So, 7, 8, 9, 10 haben wir hier. Das hat nichts gebracht, dann spielen wir halt 2, 8 und 2, 7 dann erstmal. Und hoffen, dass es gleich ein bisschen besser wird. Ach, ich muss 5 Karten spielen, ich Vollidiot. Multiplikatoren auf Karo habe ich, stimmt. Darf ich nicht vergessen. Vollkommen richtig, vielen Dank. Zwei Paare. Ich habe nicht mehr so viele Discards. Ich habe keine Hände mehr. Ist mir gerade aufgefallen. Das war dumm von mir. Naja. Ja, liebe Leute, das war Balatro. Ich glaube, jetzt einen neuen Run anfangen lohnt sich nicht mehr so richtig. Aber wir können nochmal gucken, was es hier noch so für Challenges quasi sonst gibt. Da habe ich mich freigeschaltet. Natürlich gibt es später auch noch Base Difficulties, die man einstellen kann. Ich habe mittlerweile, wie viele Decks gibt es hier in die Startdecks? Ich habe 4 Decks freigeschaltet von 15. Also man kann da noch jede Menge freischalten und man kann auch hier, ich weiß nicht genau, was das hier bedeutet, ob man da quasi, wenn man den Run abschließt, das noch weiter anpassen kann. Aber wir können mal gucken, was man noch freischalten kann. Wir könnten noch freischalten, discover at least 100 items from your collection. Okay, schwierig. Win a run with a red deck on any difficulty. Wir haben noch gar keinen Run gewonnen. Also ich habe auch noch keinen Run gewonnen, deswegen, na, weiß nicht. Wir können auch mal win a run with a blue deck on any yellow deck or green deck. Win a run with Fragezeichen any difficulty, okay. Win a run with any deck on at least red stake difficulty, habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Das sind alles noch Schwierigkeitsgrade, die man bekommt. Okay. Ja, Leute, wie gefällt's euch? Balatro? Haut mal eure Meinung in den Chat rein, liebe Leute. Oh. Ich gehe noch mal kurz ins Menü. Ich glaube, das Ganze ist von... Ich wollte gar nicht spielen eigentlich. Wir gucken uns mal kurz die Collection an, weil hier sieht man auch noch mal, wie viele Karten ich quasi schon freigeschaltet habe. Und Blinds 12 und 30. Ach so, hier sieht man quasi, was man dann später noch für in den höheren Antis haben muss. Hier sieht man die ganzen Boss-Gegner mehr oder weniger. Tags. Das ist, wenn man Sachen skippt. Editions. Ach so, das sind die unterschiedlichen Kartenbilder sozusagen. Wir haben gerade mal 25 von 150 Jokern gesehen. Uiuiuiui. Das finde ich krass. Hälfte der Booster Packs. Interessant. Hier sehen wir ein bisschen Stats, die ich bisher hatte. Meine beste Hand war jemals 8000 Punkte. Und ich war in Round 14, Anti 5 war mein höchstes bisher, weil Leute sie interessieren. Ich habe meistens 2-Pair gespielt, weil ich schlecht bin. Most Money war 45, Best Winning Streak ist 0, weil ich noch nicht ein ganzes Ding gewonnen habe. Und Progress ist 6%. Habe ich Card Stats? Total Complete Round with these Cards. Hier sieht man das zum Beispiel der Joker. Hier, dass ich großer Fibonacci-Fan bin. Tarot Planet. Können sich also alles angucken, wenn man möchte. Ich glaube, ich schiebe euch jetzt aber schon mal rüber zu GFM, liebe Leute.
Weil dann können sich hier gleich der gute Valentin und der gute Anton schön einrichten und können Unicorn Overlord vorbereiten. Und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Stunden wieder bei Challenge Me zusammen mit Vitus und Chiara. Bleibt also einfach genau hier dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hier geht's gleich weiter mit Unicorn Overlord. Bis gleich.